Hallo, hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu der nächsten Folge des Nigeria-Projektes. Aber meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. So erkältet noch. Aber naja, das sollte mich nicht aufhalten, hier das Projekt weiterzuführen. Eigentlich sollten schon, ich glaube, zwei Parts in der Zeit rauskommen. So, eigentlich sollte das erst wieder am Montag rauskommen, dann jetzt Mittwoch und dann glaube ich noch Donnerstag eins. Aber weil das Spiel funktioniert hat und weil ich es am Montag nicht ganz geschafft habe, kam das Video erst ein bisschen später. Aber naja, dafür kommt heute am Freitag hoffentlich dieses Video hier raus. Und ja, wo haben wir denn erstmal stehen geblieben? Ja, wir haben die Arbeitslosenquote ein bisschen angepackt. Das gewesen sein, ich habe mal Geld reingeschmissen. Die Wirtschaft haben ein bisschen gefördert, ja. Inflation weniger und hier waren das. Ölquellen haben wir gebaut, ja. Öl- und Gasquellen. Diesmal haben wir sogar die eigene Musik drin, also ich hoffe, ich habe sie nicht vergessen im Schnitt. Ich mache die erst nachträglich rein. Stimmt, wie viel Geld haben wir denn übrig? Ja, gar nichts, oder? Das ist zu viel. Hier, das ist ja fast so viel wie unser ganzer Haushalt. Unser eingeschleuster. Sogar mehr als unser Haushalt. Direkt pleite dann. Also, naja. Da müssen wir jetzt ein bisschen gucken, was wir machen. Plan ist ja eh erstmal die ganzen Sozialreformen, Steuerreformen. Somit müsste die Dings hier, ja, die Wirtschaft dann wieder steigen, steigen, steigen. Weil Nigeria hatte wirklich viel zu bieten. Infolge des Krieges, nee, können leider keine Flüchtlinge aufnehmen. Es ist halt einfach. Wir können ja mal gucken, ob wir ein paar aufnehmen können. Hier Außenministerium. Äußeres. 28 Millionen. Das ist doch hier wahrscheinlich. Was ist, welches Ministerium ist denn das? Ah ne, ist das Innenministerium, oder? Ja, genau. Ja, 5 Millionen oder so können wir bestimmt ausgeben. Gucken wir doch mal, ob wir ein paar Flüchtlinge aufnehmen. Wollen zwar eigentlich neutral hier bleiben. Also ein bisschen. Moldawien, warum sind die denn auf meiner Seite? Aber stimmt, demokratisieren wollten wir noch ein bisschen weiter. Personenkult haben wir abgeschafft. Staatschef. Freigang. Ja, das sollte hier auf unbegrenzt. Mandatsdauer. 4 Jahre, das ist völlig okay. Ah, nur das Gehalt muss noch ein bisschen gekürzt sein. Aber naja, das ist gerade ja nicht so wichtig. Da sind die Flüchtlingslager. Wem helfen wir denn? Moldawien oder denen? Ich glaube, wir nehmen von Moldawien mal ein bisschen was ab. Wer sind denn die Flüchtlinge? Ist ein bisschen teuer. 300. Ich möchte mal gucken, wenn wir jetzt hier so 13 Millionen mal verursachen. Hier ein paar Flüchtlinge aufgenommen. Gibt es eigentlich eine Statistik oder wo kommt das hin? Da haben wir gar keine aufgenommen. Nee, das war's nicht. Das war's. Doch, wir haben welche aufgenommen. Jetzt einmal. Ja, so viele können wir nicht. Das übersteigt unsere Finanzen. Wir nehmen jetzt mal hier. Das ist auch ein bisschen zu viel. 25.000. Ich würde zwar gerne alle aufnehmen, aber das können wir geldtechnisch einfach nicht hinblättern. So. Okay, aber zu welchem Ministerium kommt denn das jetzt? Ich muss ja beim Innenministerium hin, aber hier ist irgendwie nichts. Vielleicht. Ja, Außenministerium ist das. Soll ich ja.
Haben wir Moldawien ein bisschen geholfen. Wir müssen auch Einwanderungsland werden. Verstehe nur nicht, warum wir unsere Statistiken fehlen. Steht immer welche Dings und sowas. Okay, machen wir jetzt mal hier kurz mal was dazu. Wieso ist es notwendig? Ja, das müssen wir gerade mit den Terroristen auch noch so machen. Also nicht jeder, der reinkommt, ist ein Terrorist, aber es ist irgendwie hier in Power Revolution sowas. Logisch, dass man ein bisschen überwachter macht. Also wenn wir die ganzen Terroristen raus sind und unsere Nachbarländer auch nicht mehr terroristenvoll sind, können wir das Visum, denke ich, visumsfrei machen. Also nichts mehr Visum. Das können wir zurzeit noch nicht. Schade, Griechenland. Haben wir eigentlich eine Weltraumagentur? Bestimmt nicht, oder? Tatsächlich eine? Schuldentilgung 25% ist wirklich. Tatsächlich eine Weltraumagentur. So, mit Kuba haben wir meine gegründet. Ah, deswegen ist die Verschuldung jetzt so hoch. Das erhöhte. Ja. Autsch. Dann fragen wir doch mal nach einem Schuldenerlass nochmal an. Ist hier was neu? Nee, oder? Schuldenerlass von 900 Millionen. Das werden sie bestimmt ablehnen, weil das ist nicht gerade eine kleine Summe. Naja, 114 Millionen. Können wir uns hier abnehmen? Ich denke, beides wird abgelehnt. Ich glaube, nur 14 Millionen hätte auch gereicht. Die Abstimmung hat. So. Muss mal warten auf die Antwort. Flüchtlingen, ja. Abgelehnt. Ach, pro Jahr kann man das nur einmal machen. Ach Die so. Abstimmung hat stattgefunden. Politik. Okay, die haben akzeptiert. Ach, da kann man wahrscheinlich alle 3 Monate bei dem anderen nur Hier einmal ist hin. unsere Wach. Neue Wachstumszahlen, wie sehen die aus? Was ist denn jetzt los? Stecken wir jetzt mal ganz viel Geld in die Jugendlichen. Bei der Jugendarbeitslosigkeit, ich weiß nicht, ob man das hier irgendwo hat, die Statistik. Ist die hier irgendwo Arbeit? Die Bevölkerung könnte ich mal gucken. Oh, es ist sehr niedrig. Wir haben auch viele Kinder deshalb. Oder Jugendliche. Hier sieht man ganz viele. Wir müssen das halt alles ein bisschen. Und damit wir die Kindersterblichkeit jetzt auch mal ein bisschen. Ja, unterdrücken. Verhütung verboten. Gehen wir jetzt mal einen großen Schritt. Ja, wie nennen wir die Reform? Ja gut, Verhütungsreform. Nee, einen coolen Namen brauchen wir dafür. Nigerianische, N dafür. Nigerianische Abtreibungs- und Verhütungsreform 2022. Das war ein beschissener Name. Ein anderer fällt mir gar nicht ein. Oder Abkürzungen, naja. Wir machen noch nicht komplett durch. Nicht, dass die Reform abgelehnt wird, aber sieht gut aus. Wenn wir das hinbekommen. Menschenrechte. Um die Menschenrechte, also geht es mir auch schon, aber nicht mehr darum, dass wir die Kindersterblichkeitsrate wirklich runterdrücken.
Es ist wirklich eine sehr, sehr hohe. Die Lage sieht für uns. Haben wir so viele nicht Polizisten oder was? Muss auch mal gucken, wie viele Polizisten haben wir denn? Ein. Welche Sicherheit? Muss auch mal ein bisschen Geld rein. Dafür nehmen wir hier mal ein bisschen was raus, stecken das da rein. Man kann nie genug in die Sicherheit stecken. So, okay, wir haben 226 Millionen Einwohner. Bei China, wie viele hatte ich denn da? Weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich denke, 500.000 Polizisten wären da schon sicherer. Das ist auch jetzt eine riesige Menge wieder. Weil ich habe hier gerade keinen Bock, hier auch mich mit den ganzen Dings auseinanderzusetzen, mit den ganzen Ausschreitungen und sowas. Weil es wirklich nervig ist. Pfahle zu töten ist auch nicht der beste Weg eigentlich. Der Kontrolle. Schöne Schale des Parlaments und haben sich selbst in einen Vertreter des Volkes ernannt. Den Rücktritt und die Absetzung, und die Ansetzung von Neuwahlen. Dadurch der Bürgerkrieg beendet, sie bleiben trotzdem bis zur Wahl an der Macht und können sogar kandidieren. Darauf weigern, so wird die Armee ihre Position abwägen und entscheiden. Was? Mir noch nie passiert. Hiermit aus dem Parlament des Landes erklären wir uns zu den neuen rechtmäßigen Vertretern des Volkes. Wir fordern den Rücktritt des Staatschefs und die Ansetzung demokratischer Wahlen. Nee, die gibt's hier nicht. Demokratie gibt's hier zwar. Aber nicht so eine Demokratie. Die wollen doch nur, dass die gewinnen. Nee, 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 das machen wir nicht. Die Armee mag mich doch, oder? Ah, scheiße. Ja, dann, damit die Armee mich mehr mag. Okay, wir müssen mehr Geld in die Armee. Ja, 50.000 Soldaten, das ist noch nix. Dann ist der Armeechef wieder ein bisschen fröhlich und setzt mich nicht ab. Und wir haben ein paar neue Soldaten. Im Angesicht der Situation hat die Armee beschlossen, dafür zu sorgen, dass das Volk über sein eigenes Schicksal entscheidet. Als ob. Das Gesetz der Urne muss sich durchsetzen und der Exekutiven ihre Rechtmäßigkeit zurückgeben. Nun, wir haben einfach das Gefühl, dass auch Sie Ihre Chancen während dieser Wahlen bewahren können. Als ob. Das ist mir noch nie passiert. Also, sonst wird immer mein Parlament besetzt und das ist egal. Ich bin trotzdem handlungsfähig, oder? Noch schnell ganz viele Reformen durchsetzen. Mich irgendwie im Volk beliebt machen. Abschlussquote senken wir, super. Führen wir jetzt auch mal Abschussengeld ein. Das machen wir per Reform. Arbeitslosen, Reform. Dann ist jetzt dafür die Zeit gekommen. Als ob die Reform ablehnen. Das ist dumm.
Es ist jetzt, ja, es war ein bisschen gelogen, es ist nicht nur Arbeitslosenreform. Ich hätte 2 Euro mehr Mindestlohn. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist nicht wahr. Wir stehen in die Neuwahlen. Die setzen das nicht durch. Wir müssen uns halt damit zufrieden Sie geben. haben gerade. Ja, das wollen wir noch. Spannung verhindern. Es geht nicht. Wir müssen jetzt jegliches Geld in die Reduzierung von der Arbeitslosigkeit reinstecken. Egal wie teuer es wird. Hier merke ich mir von Anfang an, wir stellen jetzt schon Soldaten ins Parlament. Warum? Woran lag das denn? Das Gute ist, weil wir eh Präsident sind. Das mal machen. Unserem Regierungschef, wir sind ja eh nicht Regierungschef, sondern Präsident. Ich habe aber schon ein bisschen auf eigentlich. Das war noch mit Neuwahlen. Was sind die denn überhaupt? Am 26.06. 2 Monaten. Der macht Wahlkampagne. Ja, dann sollten wir gleich schon mal mit Sp Spendengeldern anfangen. Linksgesinnte mag uns, ist gut. Habe ich geguckt, wie lange jetzt die Aufnahme geht. Ich angefangen habe. So, jetzt machen wir schnell weiter hier. Ein religiöses Land zu verwandeln. Stimmt doch überhaupt nicht. Habt ihr die Kirche entmachtet in letzter Folge oder nicht? Ach nee, habe ich noch gar nicht. Na, oh Gott. Aber die Folge endet eh gleich schon. So müssen wir den Huch. Wahlkampf dann in der nächsten Folge Gerne. überlegen. Ja, eine. Ich bedauere, aber wir haben ein paar. Ja, Okay. eine. Das ist. Ja, eine. Das ist Ist sehr. illegal bei uns. Müssen wir das noch ganz schnell ändern. Mal schnell legalisieren. Am 5.5. Als ob wir jetzt wirklich noch verlieren können. Gut. Ah, das war jetzt diese andere, oder? Diese andere Reform. Die Arbeitslosen, ja, das ist diese. Wie sieht es denn jetzt mit der Verhütungsrate und sowas aus? Geburtenrate müsste, ja, geht runter. Runter, Kindersterblichkeit müsste, was steigt? Okay, irgendwas da falsch. Spendenkampagne machen. Schnell das Gesetz für den Wahlkampf durchhauen. Toll! 5 Millionen, das ist super. Zwar noch illegales Geld, aber naja, in 5 Tagen nicht. Was? Als ob sie die jetzt noch abgelehnt haben. Aber was kann ich denn dafür? Also, ist jetzt mal wirklich. Gewischschuss, ja, den Solar bauen wir doch, aber der dauert doch noch ein bisschen. Solarding. Oder die haben jetzt das andere fertiggestellt, das Öl. Nee, auch noch nicht. Die Abstimmung hat statt. Gut. Die Abstimmung hat. Parlament ist. So, wer gewinnt?
Ich bin ja das. So, wir machen eine Koalition mit denen. Das könnte vielleicht auch noch cool werden. Die Koalition in den Sieg. Die Abstimmung hat stattgefunden. Das Wahlalter haben wir noch durchgekickt. Ja, okay. Dann muss ich mich jetzt halt durchsetzen. Da müssen wir irgendein Links-Rechts-Bündnis oder sowas machen. Das wird danach zwar wieder aufheben. Wie viele haben denn die anderen? Okay, mit der PE. PE und UWM. Dreierkoalition. Ampelkoalition. Unsere Die City wird Terrororganisation. Der Spendenaufruf. Super, wie viel Geld haben wir eingenommen? Super. Jetzt muss man noch das Bündnis zusagen und dann können wir schon stoppen machen für heute. Super. Wir machen ein Dreierbündnis. Wenn die hier unter uns vereinen. Die drei Großen. Können wir denen hier in den Arsch treten. Die alle ihre Präsidentschaft zurückziehen. Bin ich der einzige Kandidat. Naja, so können wir es schaffen. Die sind zwar immer noch dann die Parteien im Rennen, aber ja. Nein, sind eigentlich zwei, nur diese fünf. Gibt's nur, es gibt nur fünf. Also dann, würde ich sagen, nächsten Folge machen wir den Wahlkampf. Ja, noch einen Monat ungefähr. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum Wahlkampf. Aber leider den Mini-Bürgerkrieg, sage ich mal, verloren. Auf eine demokratische Weise. Wir sind nicht geköpft worden. Schon mal gut. Damit danke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat Spaß gemacht. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.